Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder reinschaut bei meinem Knaller der Woche. Wie immer in diesem Format ein Spiel oder etwas, was mit Spielen zu tun hat, was mich in der vergangenen Woche entweder sehr begeistert oder sehr ratlos zurückgelassen hat. Heute ein Spiel, was ich im Spieletreff am Montag gespielt habe. Eine liebe Freundin hat das bei der Spieleschmiede unterstützt und mitgebracht. Wir haben dann gleich mit der Losspielanleitung das Ganze gestartet. Dabei wird der Aufbau erklärt und auch immer gleich, was man mit diesen Dingen eigentlich tut. Das fand ich ein sehr pfiffiges Konzept, hat auch echt gut funktioniert. Wir haben eine kleine Regel überlesen, die uns aber selbst dann einfach im Laufe des Spiels aufgefallen ist, weil wir gedacht haben, irgendwie ist das hier unlogisch. Und dann haben wir noch so gewitzelt, ach, wäre ja spaßig, wenn jetzt irgendwo steht das. Und genau so war es dann auch. Das haben wir also dann noch so in der Hälfte des Spiels etwa ein wenig korrigiert. Aber das Ganze, denke ich, hat jetzt dem prinzipiellen Spieleindruck keinen Abbruch getan. Wir sind in einem Freizeitpark in einem Fabelland unterwegs und versuchen dort unsere Attraktionen an den Miepel zu bringen. Denn wir haben Attraktionskarten und können die an Karussells anlegen. Und immer wenn die Karussells sich drehen, was wir selbst auch beeinflussen können, steigen die Miepel aus und hoffentlich in unserer Attraktion. Aber das Problem ist, wenn das Ganze sich dreht, steigen die Miepel immer in alle Attraktionen. Wir helfen unter Umständen also auch den anderen, ihre eigenen Attraktionen zu befüllen. Das Ganze geht über einen Auswahlmechanismus, dass man am Anfang auf so einem Rad einstellt, was bzw. an welchem Bereich möchte man etwas tun, und ist der Bereich schon besetzt, muss man eben eine Ersatzaktion machen. Das ist aber manchmal gar nicht so ganz doof, weil man dann nochmal die Auswahl hat und eben als letztes an die Reihe kommt, was durchaus auch ein Vorteil sein kann, weil dann ist ja schon alles passiert und man kann nochmal neu überlegen. Schön ist auch ein Mechanismus, bei dem eben Miepel, die werden nicht irgendwo jetzt direkt platziert, wenn sie neu ins Spiel kommen, sondern sie werden einfach von oben auf den Spielplan bzw. auch auf das Karussell gesetzt. Das Material hat mich wirklich schon sehr überzeugt, auch schon beim Auspacken. Das ist wirklich alles stabiler Karton. Das ist auch dieses Rad mit dem Karussell, geht ganz gut. Es ist so eine kleine Bande dabei, die man aufbauen kann, weil es doch mal auch passieren kann, dass die Miepel so ein bisschen vom Karussell runtergeschleudert werden. Die Karten sind wirklich zuckersüß gestaltet, also wirklich auch mit viel Liebe zum Detail gemacht. Das hat einfach schon Spaß gemacht beim Spielen. Der ganze Spielablauf, die ganze Spielmechanik ist total intuitiv. Also wenn man es einmal drin hat, dann weiß man, wie das System funktioniert. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Familienspiel. Das heißt, ihr müsst natürlich ein bisschen taktieren, das heißt überlegen, wo möchte ich jetzt was machen? Auch überlegen, was ist da dann irgendwie der, der Effekt vielleicht auch für andere? Was nehme ich noch in Kauf? Was gönne ich den anderen aber auch? Also vielleicht so ein Familienspiel mit einem kleinen Plus hinten dran. Aber für erfahrene Familienspieler ist das auf jeden Fall sehr gut machbar. Insbesondere eben auch mit dieser wirklich, wie ich finde, total gut gestalteten Anleitung. Da könnte man sich durchaus mal ein Beispiel nehmen für andere Spiele, die jetzt nicht hochkomplex sind, dass man das wirklich immer so erklärt, baut das auf, weil das braucht ihr dann für so und so. Und das hat wirklich auch gut funktioniert. Die Regeln sind, wie gesagt, relativ simpel, denn ihr habt entweder, ihr tretet ein Karussell und lasst die Miepel aussteigen, oder ihr geht einkaufen, denn ihr könnt natürlich neue Attraktionen einkaufen und könnt Influencer für euch beschäftigen, die euch einfach auch nochmal Vorteile bringen. Wie zum Beispiel, wenn ich an dem Karussell drehe, steigen diesmal nur die Miepel bei meiner Attraktion aus und alle anderen bleiben sitzen. Die Influencer kann ich immer nur einmal benutzen, dann haben sie ihr es getan, aber auch die bringen mir nochmal in einer kleinen Set-Collection am Ende des Spiels Punkte. Das Ganze wird über runden Karten noch gesteuert. Das heißt, ihr spielt je nach Spieleranzahl eine gewisse Anzahl an Runden und könnt dann auch zu Beginn des Spiels immer einen Bonus bekommen oder noch irgendeine Aktion machen. Also irgendetwas passiert dann immer. Dadurch habt ihr auch den Überblick, wann das Spiel zu Ende ist. Mir hat es richtig gut gefallen. Wie gesagt, das Artwork ist toll, die Regeln sind sehr leicht und intuitiv, das Spielmaterial hat wirklich überzeugt, es hat eine schöne Tischpräsenz, es haben viele, die dann so, oh, was spielt denn ihr denn da, und oh, das sieht aber spannend aus, oder als ich es dann auch in meinem WhatsApp-Status hat, kamen so ein paar Fragen, oh, was ist das denn Schönes? Also, nachdem mir Dream Cruise von Moritz Schuster nicht so gut gefallen hat, und ich weiß, lieber Moritz, du hast damals auch unter mein Video kommentiert und warst so ein bisschen traurig, dass es nicht so ganz gut wegkam,
Dafür aber jetzt hier die in Anführungszeichen Wiedergutmachung, denn dein Fabelland ist wirklich fabelhaft und hat nicht nur mir, sondern auch meinen Mitspielerinnen richtig gut gefallen. Und ich freue mich da auf jeden Fall schon auf eine nächste Partie und vielleicht zieht es auch noch in meine Sammlung ein. Das war mein Knaller in dieser Woche. Liebe Katja, nochmal an dich. Danke fürs Mitbringen und an Motte und Mick fürs Mitspielen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Wann auch immer ihr dieses Video guckt, vielleicht ist es ja noch ein Sonntag und ihr könnt euch noch ein bisschen entspannen. Und wie immer, wenn auch ihr einen Knaller in dieser Woche habt, lasst es mich gerne wissen. Vielleicht habt ihr auch Fabelland schon gespielt und könnt was dazu sagen. In diesem Sinne, macht's gut, wir sehen uns in einem nächsten Video.